Flusswassertee. Wenn man zum Ursprung zurückkehrt, kann alles sein. Lumpazi von Uruguay. Aus den Konjektaneen des heiligen Aspus Asand. Ein Heer von Amazonen säumte den trägen Fluss. Die Spitzen ihrer Pfeile schaukelten sanft im Rhythmus der Rippen treibenden Wassers. Von der Montgolfière aus glich der Strom einer Anaconda, die soeben einer mit türkischem Kaffee gefüllten Wanne entstiegen ist und auf dem Weg zum Ozean im gleißenden Licht dreier Sonnen pirschend verweilt. Über all dem lag der Geruch heißen Molleharzes, und ein molybdenfarbener Schleier ließ eine sich nahende Hochzeit vermuten. Auf welcher Kugel war ich gelandet? Als ich zu mir kam, hatten sich die Amazonen in kalifornische Flusszedern verwandelt, deren Zweige im Takt der fernen Ruderschläge winkten. Kalifornien konnte es dennoch nicht sein, wo mein Auge niedergegangen war und um Klarheit rang. Ein Film bedeckte meine Brust, als ich nach langem Kampf mit dem einbeinigen Wächter am Tor zum Reich des unendlichen Morpheus erwachte. Die Runen und Ziffern des Torbogens umkreisten mich noch. Ein Film menschlichen Schweißes bedeckte meinen Brustkorb und tropfte nach links und rechts auf die nach Eselsmilch riechende Matratze. Ich stand auf und aß ein paar Bissen vom madigen Schiffszwieback, den ich über dem Feuer noch einmal geröstet hatte. Seth Boone fing im Schlaf an zu singen. Ich kratzte mich am Kopf. Draußen hörte man Jaguare knurren. Oder waren es nur die Blätter der Palmen, die sich da ineinander rieben? Mit dem Dog-Cart konnten wir in dieser Gegend so gut wie nichts anfangen. Wir hätten ihn genauso gut im Raumschiff lassen können. Ich zog mir meine Federweste an und setzte meine Eisvogelschnabelsonnenbrille auf. Eine haarige Spinne ließ sich gerade an ihrem roten Faden vom Giebel des Schilfdaches herab. Sie schwebte eine Zeit lang über Seth Boones Ohrläppchen, als sich dieser plötzlich zur Seite rollte und noch im selben Augenblick hellwach vor mir stand. Sintemalen wir heute noch unser Gemüt mit Rotkraut und Leberwurst ergötzen werden, lass uns weiterziehen, edler Gesell, sagte er und kicherte. Wir packten jeder unseren Sack Ado, auch die Mikado-Stäbchen vergaßen wir nicht. Und waren schon draußen bei der in den hölzernen Angeln wie eine anatolische Nachtigall singenden Türe. Die Straßen waren mit gezuckerten Mandeln übersät, mit Konfetti, wie Konfetti sein muss. Die Strahlen der Sonne leckten mit zarten Zungen daran und ihr Speichel bildete glitzernde Ränder um diese samengewordenen Augen orientalischer Schönheiten. Wir nahmen den nächsten Omnibus zum Hafen. Mit viel Geschick und wohl auch etwas Glück chauffierte der schnauzbärtige Grieche den vollen Omnibus durch die engen Gassen. Warf er die tuckernde Blechkiste um geweißte Häuserecken. Gackernde Hühner, blökende Schafe, sägende Esel, trompetende Zebras, der Bus war so etwas wie eine Arche Noah auf Gummirädern. Mit gelockerter Muskulatur langten wir am Hafen an. Seth Boone nieste dem vor ihm aussteigenden Bauern den Strot vom Kopfe und erschreckte damit zwei gehalfterte Pferde derart, dass sie sich losrissen und in den Straßenfluchten verschwanden. Die Cidade de Borba, unser Schiff, lag schon am Kai. Wir beeilten uns also, noch einigen Proviant zu besorgen, was alsbald erledigt war, und balancierten über die fußbreite federnde Planke an Bord. Inzwischen war es 6 Uhr abends geworden, die Tanzstunde der langen Schatten begann. Wir nahmen die Hängematten aus den Sakado, entrollten sie wie Schriftstrollen unbekannter Herkunft und zurrten sie hinter dem Steuerhaus am Oberdeck fest. Eine Geruchsmixtur aus Dieselöl, Fisch, faulendem Unrat und Bratenfett umspülte unsere Nasen, während wir abwechselnd auf das Treiben im Hafen und auf den Fluss hinunterblickten. Aus einem Transistorradio tönte ein Walzer, wie man ihn sonst nur beim Landeanflug auf den Flughafen von Schwechat bei Wien zu hören bekommt.
Endlich, als die Sonnenscheibe mit ihrem goldenen Bogen das schadhafte Dach des Gebäudes der Hafenverwaltung berührte, begannen die Matrosen mit den Vorrichtungen zum Ablegen. Die Cidade de Borba bekam dadurch, dass sich alle Menschen an Bord bei diesem Manöver auf die Hafenseite schlugen, um ihre Brotbeutel und Taschentücher zu schwenken, eine solche Schlagseite, dass sich die Besatzung gezwungen sah, einen Teil der Passagiere wieder auf die Plätze zurückzutreiben. Als wir die Flussmitte erreichten, ging von der Abendsonne rot gefärbter Regen nieder. Vor unseren Augen zog nun die violett dampfende Hylea vorbei, wie unser Alexander von Humboldt den Regenwald nicht zu Unrecht genannt hatte, wenn ich mich recht erinnere. Wir machten ein Tänzchen, tranken guten Flusswassertee und richteten uns auch sonst häuslich ein. Nach einigen Tagen bekam Setbun einen verklärten Blick und begann zu philosophieren. Während der Flussfahrt geht das Gefühl für Raum und Zeit verloren. Maßstäbe plumpsen über Bord wie Kieselsteine ins dunkle Wasser. Einen festen Tagesablauf gibt es nimmer. Fühlt man den bleiernen Kobold der Müdigkeit am Rücken hochkrabbeln, verkriecht man sich in der blauen oder grünen Hängematte. Wenn sich der Magen knurrend meldet, knabbert man Keks und der mit der weißen Pupille des Mondes versehene Nachthimmel zaubert dich an die Reling, wo du vielleicht stundenlang stehst und den strömenden Spiegel schlaftrunken und schweigend befragst, bis dich die Bugwelle wieder ins Tageslicht holt. Und plötzlich das Thema wechselnd sagte er, Weißt du eigentlich, dass dieser Urwaldboden da gar nicht so reich an Mineralstoffen ist, wie man aufgrund der wuchernden Pflanzenschaft gerne annehmen würde? Ja, im tropischen Urwald vermodern abgestorbene Pflanzen sehr schnell, im Eilschritt sozusagen. Freigesetzte Nährstoffe werden sogleich von Myriaden feiner und feinster Wurzelhärchen aufgesogen und wieder der lebenden Vegetation zugeführt.